Okay, ich setze jetzt meine iCrimex Skills ein. iCrimex Skills aktiviert! Und ich hab's geschafft! Ich schwöre! Und nein, ich lande auch noch nein, auf dem Rädern! Nein, oh mein Gott, fuck, die iCrimex Skills! Hey yo Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play GTA 5 Online. Mit dabei ist natürlich immer der IDZOG. Hey yo Leute, was geht? Wir fahren heute mal wieder ein extrem krankes Rennen. Link dazu ist natürlich immer unten in der Videobeschreibung zu finden. Wir sitzen beide in den Zent Pornos und ich habe den Superstart bekommen, ich glaube du auch. Ja. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich Windschatten aktiviert habe. Ja, ne, ihr wollt. Ach nö, das ist unfair. Optimal. Nein, Mann, was soll das? Ich hab's ja auch nicht gepasst. Ich glaube, du hast dir sogar echt einen Vorteil dadurch geholt. Glaube ich nicht. Doch. Du bist vor mir. Aber ich krieg dich. Pass auf. Ja, fuck. Komm, nein. Goddammit. Jawohl. Ja, er fliegt einfach über mich drüber. Oh Mann. Scheiße. Ich hab's nicht gesehen. So, meine Lieblingsart. Ey, ich hab keinen Bock, schon wieder zu verlieren, Mann. Ja, bei Supersportwagen, da wird es relativ schwer, mich zu schlagen. Oh, scheiße. Scheiße, mein Zent Porno bricht übelst aus. Du kannst echt nicht aufhören, Zent Porno zu sagen, ne? Ja, nee, das hört sich einfach viel geiler an. Das ist einfach das geilste Auto, deswegen auch Zent Porno. Ja. Weil es einfach, keine Ahnung, voll Porno ist. Nein, Checkpoint verpasst! Fuck! Ja, jawohl. Und ich fahr auch noch voll geil durch diese... Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ohne Scheiß! Probier diese Spirale in einem First Try, wenn das so wechselt. Ohne Scheiß, man hat einfach keinen Überblick. Das ist richtig hart. Ich glaube, ich werde. Ey, dafür lohnt sich einfach bei der Next Gen Version der First Person Modus. Alter, ich glaube es auch. Ey, ohne Scheiß, man sieht einfach. Probiert's mal, wenn ihr Next Gen Version habt, probiert mal einfach First Person aus. Ihr könnt dadurch echt perfekt kontrollieren. Ich glaube, ab einem, ja, da dann so einem Winkel sieht man es irgendwie nicht mehr, was man da macht. Alter, Scheiße, Mann. Ich hatte damals auch so ein Looping-Rennen, da habe ich da einfach mal First Person eingeschaltet. Und dann, Alter, First Try habe ich es einfach immer geschafft. Immer an dieser Stelle. Noch richtig gut. Oh, fuck. Das war mal einfach immer durch dieses behinderte Ding, sieht man einfach nicht mehr, was man macht. Oh, scheiße. Muss mehr innen bleiben, mehr innen, mehr einlenken. Verkackt. Du fliegst, da fliegst du. I believe. Okay. Ja, nein! Boom! Fuck! Du Mist. Ich war schon wieder, sag ich mal, aufgerichtet, weißt du? Jawohl! Nein! Fuck, Mann, war das knapp. Ich hätte fast den Checkpoint bekommen. Ich bin da irgendwie so komisch durchgerutscht. Ohne Witz, ich glaube, ich krieg das nicht hin. Und weißt du, was das Geilste an dem Ganzen ist? Fuck. Weißt du, was das Geilste an dem Ganzen ist? Was? Das machen wir gleich zweimal hintereinander. Du hast nämlich zwei Runden eingestellt. Oh, scheiße. Warum explodiert das Auto immer wieder das dritte Mal hintereinander? Das ist ja extrem instabil. Ey, Alter, das ist so verfickt schwer, Mann. Und ja, es explodiert auch noch. Ich weiß gerade ran, warum ich rage. Ich meine, ich könnte ragen, wenn du weiter vorne wärst, aber bist du. Ich glaube, langsam. Wie du wegfliegst. Langsam will ich ein bisschen cheaten, würde ich sagen. Das ist. Ich hab den Checkpoint! Ach, du Scheiße, du hast ich ihn. Ich hab den Checkpoint bekommen, Alter. Ja. Yes! Yes! Er hat's auch geschafft. Ich hab ihn auch! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott, wieso? Geil, Alter! Ja, ich bin vor dir! Nein! Ein Scheißdreck! Oh mein, warum packst du das auf, Mann? Ach, das war letztens auch so bei dieser Rampe, ey. Wir schaffen es immer gleichzeitig. Ist echt so, ey. Da freut man sich, dass man so einen Vorteil hat, weißt du? Nein! Warum bin ich da drunter gefahren? Egal. Ey, komm, Leute. Wir haben noch eine Runde übrig, weißt du? Scheiße, stimmt. Ey, ich bin am Anfang immer gut und dann verkacke ich, Leute. Ich weiß, ich werde noch verkacken in der zweiten Runde. Oh mein Gott, ey. Boah, ey. Das ist einfach, Alter. Immer. Weißt du, bei uns ist es einfach immer so assi, wenn wir gegeneinander rennen fahren, weil wir einfach beide so voll nicht verlieren wollen, weißt du? Ja. Wir sind auch einfach übelst nah aneinander dran dann. Es ist echt immer so verdammt knapp. Ohne Scheiß. Okay, boah. Es läuft gerade ganz gut. Okay, es läuft gut. Jetzt keinen Scheiß machen. Ich kann es mir erlauben, etwas langsam zu machen. Nein, das kannst du nicht. Ich glaub. Okay, dann mach's mal.
Oh fuck, Runde 2. Wo bist ja, du denn? Ich sag's mal so, lieber mache ich wieder etwas langsamer, als dann es wie sonst immer dann kurz vor Ende irgendwo reinzurotzen, weißt du? Ja, das kann ich auch verstehen. Okay, komm. Das wäre jetzt richtig mies, wenn du es im First Try schaffst. Oh, wenn ich es First Try mache, Leute. Ohne Scheiß, wenn ich es First Try mache. Keine Ahnung, was. Dann Hut ab. So. Okay. Wir nähern uns der Rampe. Guck mal, wo ich bin. Er ist übelst hinter mir. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich muss zweimal resetten. Nein. Oh mein. Nein, komm. Fail. Puh. Okay, das muss ich jetzt aber echt auf meine Kappe nehmen. Ich meine, wir waren gerade noch so nah beieinander dran. Ich habe irgendwie übelst gefällt. Ich habe mich dreimal irgendwie überschlagen. First try. Nein! Ohne Scheiß, 1 Meter weiter links. Puh. Und ich hätte es First Try geschafft. 1 Meter weiter links und ich hätte es First Try geschafft. Ohne Scheiß. Jetzt ist er wieder da. Scheiße. Ja. Ein Back. Nein! Alter, was macht der? Ich mach hier ein Salto. Einfach so hart jetzt, weil... Er ist schon wieder explodiert. Man denkt einfach, wenn es jetzt der andere schafft, dann ist man einfach am Arsch, weißt du? Ja, ne, in dem Moment, als du gesagt hast, du hast es geschafft, ne, da dachte ich mir, alles oder nichts. Ja, du machst es jetzt so, einfach. Ey, dieser Looping entscheidet einfach das komplette Rennen. Nein. So, natürlich wieder schön explodiert. Knapp. Solange du es nicht schaffst, ist alles. Ich respawne früher als du. Pass auf. Ja, respawn schneller. Ja, weil du explodiert bist und ich hab, sag ich mal. Ich sag's nicht. Komm. Ah, nee. Nein! Ich hab's auch nicht geschafft! Oh mein Gott, ich flieg genau hinter dir. hinter dir. Ich schwöre. Der Crimex kommt von hinten, ey. Baller, ich schwöre. Backdoor. Ich seh's. Oh. Oh mein. Nein, okay. Ey, das war jetzt mies von mir. Ich hätte es fast geschafft. Obwohl ich gar nicht den ganzen Looping gemacht habe. Also. Ich habe jetzt so Herzrasen, ey. Ey, so langsam könnte es mal wieder funktionieren. Okay, ich setze jetzt meine iCrimex Skills ein. iCrimex Skills aktiviert! Und ich hab's geschafft! Ich schwöre, ich lande auch noch auf den Rädern! Nein! Oh mein Gott, fuck, die iCrimex Skills. Das war's, ey. Die Boss-Aura. Keine Chance mehr. Oh, ich muss es jetzt einfach nur noch schaffen, ans Ziel zu kommen. Okay, also es wäre jetzt peinlich, wenn du dir DNF holst, deswegen gib einfach noch alles. Mann! Ich gebe jetzt natürlich auch alles, um dir möglichst ein DNF reinzudrücken, um die Demütigung so groß wie möglich ausfallen zu lassen. Nicht schon wieder ein DNF, nein, bitte nicht. Ey, ohne Scheiß. Oh komm, gib Gas, jawoll! Und ich, guck mal, ich fahr ins Ziel. oh mein Gott, Alter, ich hab's ins Ziel gepackt. Ey, das Rennen ist einfach... War bei dir das Ziel? Ich bin durch. So okay, hart, Leute, gib einfach nur noch Gas. So verdammt hart, dieses Rennen. Jetzt einfach nur noch Gas geben. Komm schon, noch 16 Sekunden. Das schaffst du nicht, 16 Sekunden ist zu arg. 9 Sekunden. Scheiße. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich habe das Ziel noch nicht mal ansatzweise gesehen. Schade. Das wäre nicht mehr weit entfernt gewesen. Oh mein Gott, ey, trotzdem sehr gut gefahren, ID Zeug. Ja, danke, du auch. Richtig hart. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch sowas gefällt, dann schaut doch einfach mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Da gibt's immer solche Let's Plays mit ID Zeug zusammen. Und das war jetzt hier einfach mal auf meinem Hauptkanal. Wie gesagt, ich hoffe natürlich immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr so ist, dann prügelt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und ja, war auf jeden Fall extrem geil, ID Zeug. Du hast immer natürlich das Setzwort. Und ja, ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Ciao. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal mache ich ja Crimex fertig, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Ach so. Ciao, haut rein.